Alpha hat sich sehr gut entwickelt. Vor 25 Jahren das Unternehmen mit zu dritt gegründet. Und heute sind es fast 1000 Mitarbeiter und wir sind der drittgrößte ERP-Hersteller auf dem deutschen Markt für Fertigung und technischen Großhandel. Wichtig ist für die Kunden, für uns auch als Anwenderkreis, letztlich die Ehrlichkeit vom Herrn Dr. Neumeier, die er erwähnt hat heute früh, gegenüber dem Kunden, dass man offen miteinander umgeht und letztlich nach Lösungen sucht dann auch. We deliver solutions that truly target and help SMEs be successful. We have invested heavily in R&D. We have built solutions that are all about modern user interfaces, including augmented reality, virtual reality, conversational interfaces. We have a cloud-first platform that is native. And we have machine learning capabilities that are such that SMEs can use them. They don't require hundreds and hundreds of data scientists to do the job. Unternehmen, die auf ERP aus der Cloud setzen, können sich auf ihre eigentlichen Geschäftsprozesse konzentrieren. Sie brauchen sich keine Gedanken darüber zu machen, wie funktioniert IT und was muss ich tun und welche Hardware oder Software oder Server muss ich mir anschaffen, sondern sie beziehen einfach wie aus der Steckdose einen Dienst, den sie dann für ihre Geschäftsprozesse nutzen können. Die Digitalisierung aller Prozessabläufe ist eine gigantische Produktivitätschance. Ich habe auch keine Sorge, dass das sich nachteilig auf den Arbeitsmarkt auswirken wird. Ich habe eher die Hoffnung, dass wir mit dieser Produktivitätsreserve, die wir damit technologisch erschließen können, einen Teil auch unserer hohen Standortkosten, die wir haben, auffangen können, dass der industrielle Mittelstand auf die Weise deutlich stärker werden kann und dass er als Solution Provider, als Problemlöser noch weiter an Stärke gewinnen kann. Ja, es war fantastisch, wie der Kunde im Mittelpunkt gerückt wird und das kriegt man durch so Kundentage gerade erstmal mit. Wir sind jetzt speziell Richtung 4.0 unterwegs, inwieweit Pro Alpha Verknüpfungen, Möglichkeiten sind und allgemeine Informationen zu diesem Thema. Informativ wie alle Jahre wieder. Jetzt mit den 25 Jahren Bestehen von der Pro Alpha natürlich nochmal ein i-Tüpfelchen. Also bisher fand ich den Tag wirklich sehr interessant, weil man auch einfach mal gesehen hat, wie Pro Alpha arbeitet, weil sonst ist ja eigentlich immer so, dass Pro Alpha sieht, wie man selbst arbeitet und interagiert. Es ist super, diese große Mannschaft zu sehen und dann auch diese offene Art, wie von Pro Alpha kommuniziert wird, das ist echt eins auch. Guten Abend! Hallo! Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. War das ein guter Tag? War das ein beautiful day? Wir verleihen den Pro Alpha Champion Award 2017.